Grüß euch Burschen, ich bin wieder mal zurück endlich, jetzt hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe mir nochmal ein Projekt angefangen nebenbei. Und zwar will ich daraus, ja, der Lack wird so bleiben, es wird alles so bleiben. Ich brauche nur ein Moped für die Moped-Meetings, was auf Asphalt stattfinden. Und weil ich nicht immer die Reifen umschrauben will und hin und her, und weil mein Violett jetzt maximal so bleiben soll, wie es ist, habe ich mir gedacht, ich baue da ja, Kleinigkeit zusammen. Und das schauen wir uns am besten wieder alles gemeinsam an. Wenn es interessiert, der kann es anschauen. Freut mich, wenn es ihn interessiert. Und ja, passt. Das Moped ist einmal zerlegt. Ich blende euch nochmal ein, so hat es vorher ausgeschaut. Ja, Raumann ist eigentlich innen extrem rostig. Man hört richtig, wie drinnen der Rost rieselt. So einen schlechten Raumann habe ich glaube ich noch nie gehabt. Und so ist es auch nicht allzu gut beieinander. Aber mir ist wichtig, dass das so bleibt, wie es ist. Mir wird das bei Zeug sein Moped extrem gut gefallen. Und die Farbe finde ich auch extrem geil, habe ich selten gesehen. Von Maxi und deshalb wird es einmal so bleiben. Ich werde jetzt einmal dankend rosten anfangen und für das haben wir unser Wundermittel wieder besorgt. Und zwar die ganz normale Zitronensäure und das werden wir jetzt am besten einmal starten. Ich habe das jetzt einen Tag einwirken lassen, besser gesagt zwei, weil mir einmal der Raummann über die Nacht umgefallen ist. Und ich glaube, jetzt schaut das schon mal ein bisschen zumindest besser aus. Da draußen sieht man noch immer meine Rostspuren liegen vom letzten Mal. Und so sind das richtige Platterl gewesen. Also wer sagt, dass ich den Raummann ruiniert habe? Weiß nicht was. Was das sonst ist. Und jetzt werde ich es einmal rauslassen am besten und durchreinigen. Ich habe das jetzt einmal
habe ich meinen Kercher durchgewaschen und jetzt schaut das Ergebnis eigentlich sehr gut aus. Besser geht's fast gar nicht. Das heißt, wir sind bereit für andere Arbeiten.